Servus Leute, was geht ab? Hallo Ries, wieder am Start. Es ist April, das heißt eine neue Loot-Chest. Und zwar machen wir die heute auf mit einem wundervollen Besser, denn alles liegt bereit. Wir sind super vorbereitet für dieses Video. Die Loot-Chest wurde mir übrigens vorbeigebracht. Das heißt, ich musste sie nicht selber abholen. Das finde ich ist ein super Service. Hier, ey, das Messer ist der Wahnsinn. Hier auch. Seid ihr bereit für die Loot-Chest? Ihr habt ja schon epische Bilder gesehen, das war der absolute Hammer. April. Was denkt ihr ist drin? Oh, ich bin gespannt. Heute irgendwie eine schöne Farbe, ne? Let's loot. Finde ich, ist cool. Ich stöber schon mal ein bisschen rein. Ich guck schon mal rein, guckt ihr auch schon mal rein. Blablabla. Ich kann schon ein paar Sachen sehen, so. Erstmal natürlich, was ganz oben liegt, das Shirt. Wie in jeder wundervollen Loot-Chest gibt es ein Shirt, und zwar ein Shirt. Wir werden heute mal das Loot-Book ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und mal ein bisschen die Texte auch vorlesen. Hey Luther, Luther King, Martin Luther, Game of Thrones Shirt, House Stark, Winterfell. Haus Stark ist eines der größten Häuser in der aus Game of Thrones stammenden Fantasiewelt Westeros. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, denn, wie ihr wisst, ich habe noch nie Game of Thrones gesehen, noch nicht eine Minute am Stück. Der Schattenwolf ziert das Banner der Familie schon seit über 8000 Jahren. Trage dieses Shirt mit Stolz, um deine Loyalität zu Haus Stark unter Beweis zu stellen. Ja, ich als alter Game of Thrones Gucker weiß natürlich sofort Bescheid. Dann haben wir... Sehr geil. Ich liebe sowas. Ich liebe solche Tassen. Ich finde das so geil. Ich habe so viele Tassen in dem Schrank. In meinem Tassenschrank. Tassenschrank. Gutes Wort. Wonder Woman. Soll ich die auspacken? Komm, ich pack die aus. Nee, ich pack die nicht aus. Ah, ich will sie auspacken. Ist aber irgendwie geil, was da drauf ist. DC Comics Originals. Was steht denn dazu da drin? Wonder Woman kennt man natürlich, weiß jedes Kind. Aber wenn ich das Lookbook vorher schon so durchgucke, dann weiß ich ja immer schon alles. Plus eine Marvel-Tasse. Genieße Kaffee, Lemonade, Wasser oder was auch immer aus dieser stylischen Tasse und fühle dich wie einer der Lieblingshelden. Ross. Also da gibt es anscheinend verschiedene, wie ihr unten sehen könnt. Oh, dann seht ihr ja schon die anderen Sachen. Darf ich natürlich nicht zeigen. Fast ein Fehler gemacht. So, von daher. Ja, ich habe schon eine gute Tasse erwischt, glaube ich. Definitiv. So, dann machen wir mal weiter mit Komm auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Cake. Mift? Ach, das ist hier das Pummel-Einhorn, das quasi... Das weiß ich, weil aus Erzählungen, aus der Saga des pummeligen Einhorns. Ja, das pummelige Einhorn, das ist anscheinend irgendwie... Hey, das sieht voll geil aus, grafiktechnisch, wenn man sich's mal überlegt. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Es ist quasi hier mit dem Einhorn und so durch den Helm gestochen. Also eine echt geile Idee. Mit einer Fernbedienung auf der Brust, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann oder ob die Kamera überhaupt scharf stellt. Schnell, scharf. Ist auf jeden Fall eine Fernbedienung auf der Brust. Dann haben wir... Nein, wie geil ist das denn bitte? Auf, mach es auf, los, tu es. The Walking Dead. Und dann so Clipper. Wisst ihr? Also die man sich so sicherheitsnadelmäßig dran klippen kann. Alter, ich liebe diese Dinger. Habe ich an meinem Rucksack auch dran. Zwar nur sehr ausgewählte, deswegen sind es nur ein paar, weil ich da nicht so voll spammen will. Aber das ist ja richtig geil, The Walking Dead. Der ist cool. God forgive us. Der ist geil, den mach ich dran. Den nehme ich. Leute, den nehme ich. Den Rest können wir haben. Was haben wir hier? The Big Bang Theory. Die 30 Top-Momente. Premium-Trumpfspiel. Der höchste Wert gewinnt. Plus viele Infos zu deinen Helden. Das mache ich auch auf. Jetzt mache ich auf, wenn mir jemand sagt. So ist doch eigentlich ganz einfach. Na, gucken wir jetzt mal eine Karte an. Guck. Hätte ich jetzt
Eine Schere. Ich will nur die Karten nicht zerstören. Die totale. Oh, darf man nicht so laut sagen. Sonst kriegt man direkt hier wegen Hetzerei und Gedichten und so direkt eine Anzeige. Triumph. Das ultimative Geologieopfer. Die Effizienzmaschine. Ey, das ist so geil, das muss ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Guckt euch das mal an. Ich bin extra für euch aufgestanden. Guckt euch das an, wie cool das ist. Also das ist echt eine sehr, sehr geile Idee. Natürlich suche ich nur die Bilder, wo Penny auch drauf ist. Warum stellt er denn nicht scharf, der Bruder? So, jetzt. Hier Penny. Weg, weg, weg. Hier ist Penny. Oh, geil, ey. Hier auch. Oh, ja. So ist lässig. Sehr geil, Alter. Das ist echt sehr, sehr cool. Weiter geht's. The Original Lemonhead. Geil, das sieht aus wie so... Nutrition Facts. Wollt ihr die wissen? Nee, ich glaube nicht. Es ist wieder verschließbar. Oh. Oh, guck das mal. Oh, 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 oh. Direkt mehrere rausgekommen. Nee, ist nicht runtergefallen. Ist quasi wie eine Murmel. Made with real lemon juice. Alter, die sind richtig geil. Mmh. Sehr, sehr geiler Dorsch. Boah, da wollen wir auf jeden Fall mehr. Mmh. Mmh. Oh ja. So ist lästig. Mmh. Wow, hab ich den? Ja, wow. Sollen wir weitermachen? Ich habe ja Lust drauf. Mmh. Boah, die schmecken echt geil, aber auch ein bisschen künstlich. Obwohl draufsteht, mit echtem Lemon Juice gemacht. Mmh. Ja, gut. Ich glaube, es ist das letzte Teil, Freunde der Leidenschaft. Und daher seid gespannt. Es ist ein Bild von Fallout. Boah, liegt ihr weg, ne? Geil. Guckt es euch an. Es ist That Damn Thirst. Geil, hat er eine Nuka-Cola. Echt richtig geil, ey. Vor allem, was richtig cool ist, die Pistole von der alten. Könnt ihr sehen? So eine Nuka-Cola-Pistole quasi. Die schießt quasi, wenn du durch hast, schießt sie dir einfach Cola ins Maul, ins Mul. Einfach so in die Fresse. Geil. Ich find's geil. Leute, es war eine wundervolle Loot-Chest, oder nicht? Ich fand's klasse. Es ist einfach, es macht einfach so viel Spaß, diese Loot-Chest aufzumachen. Und wenn man einfach nicht weiß, was drin ist. Ja, das ist wirklich so. Wenn ihr dieses Gefühl auch haben wollt, ne? Schaut auf loot-chest.de vorbei. Gönnt euch mal eine. Dann wisst ihr, wie sich das anfühlt. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende. Seid auf morgen gespannt. Morgen kommt auch noch ein Video. Ist hier ein versprochener Call, also ein sicherer Call. Da habe ich jetzt nochmal sehr viele Infos gegeben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. So muss man es ja wirklich sagen. Freut euch auch drauf. So, Zungenbrecher, danke, bitte. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin weg. Habt ein wundervolles Wochenende. Bis dann.